Warmherzigkeit, Achtsamkeit. Es war einzigartig. Es war eine tolle Erfahrung, die Gäste in Leipzig zu begrüßen und zu betreuen. Und alles Gute für den Katholikentag, für den nächsten. Man trifft einfach so viele verschiedene Menschen und hat so viele andere Eindrücke gesammelt. Und das macht es einfach wert. Und aus vielen einzelnen Leuten ist eine große Gemeinschaft geworden. Und ja, sehr viel Lebensfreude hat man hier auch so ja, erlebt. Ja, ich bin besonders dankbar, dass sich das richtig erwiesen hat, auch mit einem gewissen Risiko hier nach Leipzig zu gehen. Ich bin auch persönlich dankbar für die Erfahrung, sich einfach mal hineindenken zu müssen in eine ganz andere Welt, nach dem Motto, wie machen wir uns denn hier überhaupt verständlich? Und das Ergebnis zeigt, ja, wir haben da viel dazugelernt. Ich beginne bei der Sprache, wie wir uns Menschen mitteilen, die nicht mit unseren üblichen Ritualen vertraut sind. Und die ganze Atmosphäre hier, ich glaube, es ist ein wichtiger Katholikentag geworden für die Kirche in der modernen Welt. Ich bin einfach dankbar, dass hier so viele Menschen sind und einfach für die gleiche Sache da sind. Und das finde ich großartig. Erstens mal für das Wetter. Dadurch hat man viele Leute kennengelernt auf der Straße. Und auch, man ist mit denen von hier ins Gespräch gekommen und es war sehr, sehr aufschlussreich. Das sind ja nicht die großen Ereignisse, die großen Gottesdienste, sondern es sind die vielen kleinen Begegnungen, die man mit nach Hause nimmt. Vom Katholikentag nehmen wir mit ganz viel Freude. Ganz viele Menschen, unterschiedliche Menschen, viele Eindrücke. Ja, viele besondere Momente in Gottesdiensten, die wir gemeinsam hatten. Ich danke für den gestrigen Abend-Nachtgottesdienst in der Bahnhofshalle. War sehr schön. Ja, es war eine sehr, sehr, sehr schöne Veranstaltung und ich denke, da nehme ich auf jeden Fall was mit. Also entweder kann man Kraft tanken oder man nimmt auch so intellektuell was mit, sozusagen so für den Kopf mal zum Denken. Danke Leipzig!